Ja, hi, ist der Patty und falls ihr euch wundert, heute gibt es keine Gitarrenvideos, sondern Teil 2 von Wir sind auf den Hund gekommen. Und hier erkläre ich jetzt heute, was Jackson, also unser Hund, uns gekostet hat. Also in der Anschaffung, in den ganzen Sachen, die wir für ihn brauchen, die er zum Leben braucht, die wir zum Gutfühlen brauchen. Und einfach so Sachen, damit ihm an nichts fehlt. Ne? Es gibt ja auch noch sowas wie ein Sachkundenachweis, sowas alles. Ne? Das will ich hier mal kurz erzählen, damit Leute, die sich einen Hund anschaffen wollen und dementsprechend auch wissen, was auf sie zukommt, geldlich gesehen. Ne? Gut, wir haben jetzt ein bisschen übertrieben. Was heißt übertrieben? Ich sag mal so, wir haben zugesehen, dass wir von allem nicht unbedingt das Schlechteste kaufen. Das zieht nach sich, dass es relativ teuer wird, wenn man alles zusammenrechnet. Ich blende hinterher nochmal eine Liste ein. Ich gebe euch jetzt zu allem hier Preise. Ich habe hier nichts zu verbergen. Warum auch? Ne? Es ist ja nur ein Hundekauf. Das kostet bei mir das Gleiche, wenn man es denn so in dieser Summe macht wie wir. Ja, gut. Wie gesagt, am Ende gibt es eine Liste. So erzähle ich euch erstmal nur was zu den ganzen Kosten. Und es ist schon eine Nummer. Okay, was haben wir für Kosten? Wir haben einmal Anschaffungskosten natürlich für Hund und Zubehör. Für viele Sachen ist es einmalig, also für den Hund erstmal natürlich, ne? So ein Hundebett ist wahrscheinlich auch, wenn man direkt was Vernünftiges kauft, eine relativ einmalige Geschichte. Wenn man darauf aufpasst, dass der Hund das nicht kaputt macht, ne? Gut, dann gibt es Fixkosten wie Steuern und Versicherung und variable Kosten, Leckerlis. Essen, der isst ja hinterher auch mehr, mal weniger. Also sind variable Kosten, das ist nicht immer das Gleiche. Aber es kommt dann doch schon einiges auf euch zu. Gut, wir fangen jetzt mal an. Und zwar mit dem, was alle tun müssen, wenn sie warten müssen. Also ich sag mal so, ihr wisst jetzt, ihr bekommt ein Hündchen. Das ist im besten Fall gerade geboren. Jetzt müsst ihr noch 8 Wochen warten, bis ihr ihn bekommt. Irgendwie müsst ihr die Zeit überbrücken. Manche Leute, die bekommen erst gesagt, ja, die wird jetzt gedeckt, die Hündin, und dann sage ich euch Bescheid, dann müsst ihr 63 Tage warten, dann kommt ungefähr der Wurf und dann nochmal 8 Wochen warten auf dem Welpen. Also das ist schon eine ganz lange Zeit und in dieser Zeit kann man sich natürlich darauf vorbereiten. Und da kommt dann Literatur zum Einsatz. Na? Wir haben uns dann direkt vom Züchter beraten lassen, was wir uns denn holen sollen. Das ist einmal Labrador Retriever, da stehen sogar unsere Züchter drin als Koryphäen, sag ich mal. Nein, die sind da nur namentlich benannt. Und dann die Retriever-Schule. Retriever-Schule hat gekostet, ich weiß es gar nicht, 15 Euro oder so. Und ja, die beiden waren nicht so ganz preiswert. Ich glaube, roundabout 30, 40 Euro ungefähr. Nagelt mich nicht tot, ich blende hier mal den Preis ein. Und mach mich gleich nochmal schlau, was sie gekostet haben. Gut, also Literatur. Geht mittlerweile natürlich auch einfacher, wenn man einfach YouTube nutzt oder Google bemüht. Aber ich denke, fürs Bett oder für abends auf der Couch kann man auch mal ein Buch zur Hand nehmen und sein Handy beiseite packen. Gut, dann haben wir natürlich noch einen Preis, der relativ immens ist. Und das ist der Hund. Ne? Der Hund kostete jetzt bei dem Züchter, wo wir waren, 1500 Euro. Jetzt kommt es hier mal auf die Rasse an und auf die Farbe. Beim Labrador ist es momentan so, dass dieses Braun sehr gehypt wird, wobei ich Weiß und Schwarz auch sehr schön finde. Also mir war die Farbe egal, meine Frau war sehr auf Braun fixiert. Ist auch nicht schlimm, ist eine schöne Farbe, ist ein schöner Hund. 1500 Euro. Bei dem Züchter, habe ich das im letzten Video erzählt, ich weiß es gar nicht, bei dem Züchter, bei dem wir als erstes waren, wo wir uns ein bisschen verarscht gefühlt haben, wegen dem DRC, was ich da erzählt habe, da sollte der Hund sogar 1600 Euro kosten. Also du bist nicht unterm VDH und sollst dann auch noch mehr Geld bezahlen. Ne? Naja gut, muss jeder selber wissen. Also Jackson hat 1500 Euro gekostet. Dann, was brauchen wir noch? Futter. Ne? Der Hund möchte gerne was essen. Und da gibt es halt diese 12-Kilo-Säcke. Der Züchter gibt euch auch erst was mit. Also wenn es ein normaler Züchter ist, der gibt euch immer das Fressen mit, was der Hund auch die letzten Tage bekommen hat. Ne? Also nachdem sie Muttermilch bekommen haben, bekommen sie ja auch nochmal dieses
Also meistens Trockenfutter aufgeweicht. Und das bekommt ihr in der Regel aber mit. So. Jetzt haben wir 12-Kilo-Säcke gekauft und die waren in der Masse preiswerter. Also das heißt, ich kaufe zwei 12-Kilo-Säcke. Die kosten dann anstatt 90 Euro nur 88 oder so. Ne? Haben wir dann auch gemacht. Und, aber im Regelfall, man braucht erstmal einen 12-Kilo-Sack oder man braucht erstmal einen Sack zu futtern. Ne? 12 Kilo macht am meisten Sinn, damit spart man am meisten und der kostet von unserem Futter, das ist Royal Canin, Labrador, Welpen, Essen, 45 Euro, wenn ihr nur einen kauft. Ne? Gut. Dann, was kommt noch? Steuern, ne? Das muss auch direkt bezahlt werden. Also ihr meldet den Hund ja dann an, ihr müsst beim Labrador, müsst ihr ja den Sachkundenachweis machen. Sachkundenachweis ist, ihr geht zum Tierarzt und legt dann so einen Multiple-Choice-Test ab. Ne? Das ist ja, wie ein Führerschein machen, sage ich mal. Ne? Da erzähle ich im dritten Video aber noch was zu. Also Sachkundenachweis kostet, ich glaube, roundabout 30 Euro. Wir haben den beide gemacht, also waren es für uns schon 60 Euro. Kann ja nicht schaden. So, also wenn ihr diesen Sachkundenachweis dann habt, dann könnt ihr den Hund anmelden beim Amt. Und dann zahlt ihr natürlich direkt die Steuern. Ne? Und die schlagen bei uns hier mit 180 Euro zu Buche. Ist das jetzt euer zweiter Hund? Also bei uns in Hagen hier ist es so, ihr zahlt für den ersten Hund 180. Und wenn ihr einen zweiten kauft, kosten beide Hunde, glaube ich, 200 oder 210 oder so. Ne? Also der erste Hund wird teurer, wenn ihr einen zweiten kauft. Aber gut, so ist das nun mal. Und hier ist es also 180 Euro. Dann kommt natürlich noch die Versicherung dazu. Versicherung ist immer so eine Sache. Wir haben die jetzt jährlich bezahlt, also es ist auch ein Kostenfaktor, der direkt am Anfang auf uns zukam. Und wir haben 65 Euro bezahlt. Bei einer Versicherung für den Hund würde ich darauf achten, also ich habe einen Arbeitskollege, der ist nebenbei Versicherungsmakler und er hat mir geraten, dass wir keine Selbstbeteiligung haben wollen. Ne? Weil, ich sag mal so, Selbstbeteiligung 150 Euro ist erstmal nicht viel, wenn der Hund jetzt ein Haus abreißt. Aber es ist viel, wenn der Hund mehrere kleine Dinge kaputt macht. Ne? Also ich sag mal, erstmal beißt er ein Wasserbett, dann ist das Wasserbett kaputt, dann frisst er die Louis Vuitton-Handtasche der Schwägerin, sowas halt. Ne? Und das summiert sich dann, ihr müsst immer 150 Euro zahlen, das ist dann blöd. Also zahle ich lieber jährlich einmal 10 Euro mehr als oder 15 Euro mehr und bin dann auf der relativ sicheren Seite, weil so ein Welpe kann schon mal viel kaputt machen. Gut. Dann müsst ihr darauf achten, es gibt da eine Deckungssumme, die Personen- und Sachschäden deckt. Also ich sag mal, irgendjemand fällt über euren Hund oder was und bricht sich irgendwas. Auf jeden Fall übernimmt die Versicherung das dann. Bis bei uns jetzt 10 Millionen Euro. Dann gibt es noch Mietsachschäden. In der Deckung sind, haben wir auch 10 Millionen Euro. Das heißt, wenn er bei uns hier in einer Mietswohnung die Türen abreißt, durch die Wände sich durchbeißt, sowas, ne, dann ist das da auch gedeckt. Dann gibt es noch den Punkt Sachschäden an gemieteter Einrichtung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Ferienwohnung habt und der Hund frisst die komplette Küche, dann ist das auch gedeckt, zumindest zu dieser Summe, zu der sie mitversichert ist. Wir haben jetzt 50.000 Euro, glaube ich. So, und jetzt haben wir noch das Glück, über Check24 haben wir das abgeschlossen. Darüber ist das jetzt jederzeit kündbar. Also ihr habt keine Mindestlaufzeit. Das heißt, wenn ihr keinen Bock mehr auf die Versicherung habt, nehmt da einfach eine andere. Ne? Und das fanden wir ganz cool, also haben wir die genommen. Dann müsst ihr noch aufpassen, ob das Hüten durch Dritte dabei ist, damit, also bei uns ist es so, ich gehe auf drei Schichten, wenn wir beide auf einer, also meine Frau hat nur morgens aber, also nur Frühschicht, sag ich mal, und wenn ich auch Frühschicht habe, wäre der Hund ja alleine. Ich bringe dann aber zu meiner Mutter, die ist selbstständig, zu meinem Opa oder wie auch immer, vor der Arbeit, damit der Hund nicht alleine ist. So. Also muss das Hüten durch Dritte auch mitversichert sein, denn wenn dann was passieren würde, wäre er nicht versichert und das wäre ein bisschen dämlich. Ne? Und das Führen ohne Leine. Also ihr macht den Hund ja auch irgendwann mal los, damit er mit anderen spielen kann oder damit er dem Ball hinterherlaufen kann. Wie auch immer,
Das sollte auch mit versichert sein. Und natürlich der Besuch in der Hundeschule. In der Hundeschule, wenn ihr dann mal da 10 Hunde rennen seht, da kann schon einiges passieren und das ist gut, wenn das mit versichert ist. Gut, also 65 € zahlen wir da im Jahr. Dann, was noch als Kostenpunkt kommt, das ist jetzt eine variable Kost, also ein variabler Kostenpunkt, weil den zahlt ihr, entweder kauft ihr eine Zehnerkarte in der Hundeschule, also es geht um die Hundeschule, entweder kauft ihr eine Zehnerkarte, das bieten die meisten Hundeschulen an, dann wird es natürlich ein bisschen preiswerter und ihr zahlt es einmal. Oder aber ihr zahlt peu à peu jedes Mal, wenn ihr da wart, zwischen 7 und 15 €. Also wir haben jetzt 63 € bezahlt für eine Zehnerkarte. Einmal kostet 7 €. Das ist relativ preiswert. Die Hundeschule ist super. So, das waren jetzt nochmal dann roundabout 60 €. Ja, gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was wir brauchen, was wir unbedingt brauchen für den Hund. Wenn er klein ist, wir reden jetzt hier nur vom Labrador erstmal, ja? Wenn er klein ist, packt ihr ihn erstmal nicht in den Kofferraum. Ne? Das ist was für, wenn er groß ist. Und da gibt es ja auch noch andere Sachen. Aber jetzt erstmal, wenn er klein ist, soll er ja auf den Rücksitz. Vorne dürft ihr ihn nicht transportieren, da gibt es Regelungen. Und er muss richtig gesichert sein. So, und dafür haben wir dann gekauft sowas hier. Na, ich zeige es mal in die Kamera. Das ist ein Anschnallgurt. Dieses Teil hier kommt hier in in diese Klickdingen da rein, wo ihr euch auch anschnallt. Und mit dem Dingen hier, na, das ist so ein Karabiner, den hakt ihr dann im Geschirr ein. So, also das Ding kommt noch und das kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube 5 €. Also das Ding ist jetzt wirklich nicht teuer. Aber der Hund muss, also der Hund muss gesichert sein. Ne? Ich weiß nicht, wie es beschrieben ist. Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube, die Ware muss gesichert sein oder so. Ne? Also Hund wird hier als Dingen bezeichnet. Und ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Sache. Dann könnt ihr euren Hund anschnallen. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Nicht am Halsband. Ne? Also könnt ihr natürlich machen, aber ist nicht schön, wenn ihr ruckartig bremst und euer Hund, da geht alles dann direkt auf den Hals. Deswegen haben wir ein Geschirr. Ne? Das ist dieses ganz normale Julius K9 Geschirr. Zum Laufen relativ praktisch einfach drüber gestülpt, angemacht, fertig. So, und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr das Hundegeschirr drum habt, das kostet, glaube ich, 20 €. So, dann schnallt er das hier an. Hier ist ja diese Öse. Ne, und dann ist der Hund geschützt. So, das könnt ihr noch verlängern und ihr könnt rein theoretisch mit dem Ding auch noch ein bisschen spazieren gehen. Ne? So, wie gesagt, 20 €. Wir haben direkt die zwei Größen gekauft, die er braucht, wo wir sagen, bis zu der Größe soll er auf jeden Fall auf der Rücksitzbank mitfahren. Und das sind diese beiden Größen. Das ist einmal Mini und einmal Mini-Mini. Und Mini Mini ist aktuell. Jetzt ist er 11 Wochen alt, also wer sich überlegt, einen Labrador anzuschaffen, ab der 8. Woche, ihr braucht Mini Mini. Gut, also pro Stück ein Zwanni. So, dann haben wir, ach so, genau, dann ist hier noch so ein bisschen Kleinfluppes, ne? Das ist jetzt, macht ihr auch einfach hinten ans Geschirr dran. Ihr seht hier dieses kleine Dingen. Das ist ein Licht, da drückt ihr drauf, das leuchtet dann im Dunkeln, damit man den Hund, wenn ihr nachts mit ihm raus müsst, damit man den Hund sieht. Ne? Gut. Um den Hund dann natürlich auch begleiten zu können und festhalten zu können, haben wir einmal diese Leine geholt. Die ist von Hunter, war auch gar nicht so preiswert. Ich glaube, die kostete so um die 25 €. Also ich glaube, 25 hat die gekostet. Ja, die könnt ihr einfach so ans Geschirr oder ans Halsband machen. Das ist eine ganz normale Leine, wo ihr hier die Längen verstellen könnt, ne? Je nachdem, welche Öse ihr halt einschnallt. So, das ist aber eigentlich nur unsere Leine für, wenn er ans Geschirr, wenn das Geschirr an ihm dran gemacht ist, ne? Also für Autofahrten mal eben zum Auto hin und zurück. So, dafür nehmen wir die. Ansonsten als normale Gassi-Gehleine haben wir so eine Moxonleine oder Retrieverleine genannt. Ihr seht, die hat keinen Karabiner. Die hat nämlich so gesehen das Halsband schon
ja, integriert, ne? Das packt ihr hier drum. Und wenn der Hund zieht, zieht sich das zu. Und wenn er locker lässt, lässt es direkt wieder locker. Also ist es nicht so, dass euer Hund stranguliert, weil hier ist auch noch so ein, ich zeig's mal in die Kamera, so ein Zugstopp drin, ne? Also ihr könnt den Hund da nicht erwürgen. So, und die kann man dann hier die auch länger und kürzer machen, ne? Aber der Vorteil von dieser Leine ist, die kostet, das ist ein Eigenprodukt von Romneys. Erzähle ich zum Schluss noch was zu. Die kostet 29 Euro. Das Gute an so einer Leine ist jetzt, ihr spart euch das Halsband. Weil, wenn ihr jetzt euren Hund losmacht, von alleine lasst, und er läuft durch Gebüsche, Sträucher und wie auch immer, kann er sich im Halsband verheddern. Im schlimmsten Fall, wenn es mit Speed einen Berg runtergeht und er verheddert sich, ne, ist das Genick durch. So, macht ihr einfach lose, dann hat er nichts, was ihn stört. Und er kann einfach spielen, tollen, Berge runterfallen, runterpurzeln, wie auch immer. Ne? Gut, das ist eine Moxxon-Leine. Gut. Dann gibt es noch was Tolles. Das ist das hier. Das ist ein Leuchthalsband. Wir haben es jetzt, glaube ich, noch gar nicht aktiviert, weil er ist noch zu klein dafür. Das kommt um Hals. Und dann macht ihr hinterher dann die Moxxon-Leine darum, damit das nicht abrutschen kann. Und damit der Hund im Dunkeln gesehen wird. Ne? Ihr habt es gesehen, bei dem Geschirr habe ich halt dieses runde Ding gekauft, wo man einmal drauf drückt, um es blinken zu lassen. Und wenn er ein bisschen größer ist, kriegt er halt das Ding um den Hals. Und das Leuchthalsband kostet nochmal 10 Euro. Gut. Auch ganz wichtig ist das hier. Das ist Kabelsalat. Nein, das ist eine Schleppleine. Ne? Die hat auch einen Karabiner. Die nutzen wir dann zum Beispiel auch mit dem Geschirr. Er wird erstmal feste gemacht, damit wir das Abrufen üben können. Ne? Wir gehen auf eine große Wiese, wir gehen von ihm weg, rufen ihn dann zu uns, dass er irgendwann denn dann mal abrufbar ist. Das kann man natürlich auch noch steigern, indem man ein Bällchen wirft und dann abruft, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wenn man dem Hund noch nicht vertraut, dass er nicht vor ein Auto läuft oder direkt die Biege macht, wenn er denn mal entleint wird, ist so ein Ding auch ganz cool, weil das Ding ist hier, glaube ich, 15 Meter lang. Da könnt ihr mit dem Bällchen spielen, bis ihr schwarz werdet. Ne? Der kommt auf jeden Fall zurück, ansonsten helft er nach. Ne? Gut, das ist eine Schleppleine. Kann man sich auch anschaffen und die kostet 10 Euro, je nachdem, was man kauft. Und nochmal, alles, was wir gekauft haben, geht natürlich auch ein bisschen preiswerter. Die Versicherung geht preiswerter, gut, die Steuern hat die natürlich nicht. Das Essen, da würde ich auch das machen, was die Züchter einem empfehlen. Der Hund wird wahrscheinlich auch nicht billiger, aber es gibt wahrscheinlich preiswerte Hundeschulen, die Leinen gibt's, gehen preiswerter. Die Sache ist nur, ich sage es auch meinen Gitarrenschülern immer wieder, wer billig kauft, kauft zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal. Ne? Wer nicht schlau werden will, kauft vielleicht auch irgendwann zehnmal. Es ist halt einfach so. Also ihr solltet gucken, dass die Qualität stimmt. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte passen. Gut. Was ihr da natürlich noch braucht, was ich ganz vergessen habe fürs Auto, ihr braucht eine Schondecke, ne? Für eure Rücksitzbank. Wir haben eine von Kleinmetall. Ich blende die mal ein. Die habe ich nämlich nicht hier. Und die schützt eure komplette Rückbank, eure Sitze, wo ihr vorne drauf sitzt. Und die Seitenteile ist relativ praktisch, damit der Hund, weil der knabbert doch ganz gerne mal. Und das schützt halt den Hund vor Runterfallen in den Fußraum und vor, ja, auch vor die Türen zu knallen. Ne? Ich meine, ihr habt da Hebel, Kanten, wo er sich wehtun kann. Mit so einem Ding ist es schon praktisch. Kostet also unsere 40 Euro. Es geht auch billiger, aber die Bewertungen von diesen preiswerteren Sachen war nicht ganz so gut. Deswegen haben wir das gekauft. 40 Euro für das nächste halbe, dreiviertel Jahr sollte das erstmal reichen. Gut. Dann gibt es natürlich Hundenäpfe. Hundenäpfe, die brauche ich jetzt hier nicht großartig zeigen. Wir haben zwei Stück, kosten zusammen vielleicht 20 Euro. Wir haben schön aussehende genommen. Es gibt diese Stahldinger ja auch für 2,50 Euro. Ne? Gut, dann gibt es natürlich Spielzeug. Ja, da kann man sich jetzt auch schon mal vertun, wenn man nur die Bilder sieht, ne? Und wenn man nicht darauf achtet, was da steht, was für eine Größe man hat.
Ich habe dann gedacht, tust du deinem Hund mal was Gutes und kaufst ein Spielzeug. Ich meine, ihr habt ein Foto gesehen, ich blende es gleich auch nochmal ein. Ich kaufte nämlich dann das Spielzeug für einen, ja, 8 Wochen alten Welpen. Ne, ihr könnt euch vorstellen, dass diese 8 Wochen alte Welpe nicht so begeistert war. Ich zeige euch mal ein Bild. Also so ein Spielzeug, ich sag mal so Spielzeug roundabout 25 Euro, ne? Kauft da ein paar Sachen, Taue, Bälle, was weiß ich, ne? Dummies hier, das ist zum Beispiel so ein Dummy, ne? Den lasst er fallen, den soll er dann suchen, den schmeißt er weg, dann soll er apportieren, wie auch immer, ne? Das ist ein Dummy. Hier ist zum Beispiel einer, da kann man in diese Tasche noch so Leckerchen reinpacken, ne? Er nimmt das Leckerchen, packt es in die Tasche, um es für den Hund ein bisschen interessanter zu machen. So, dann lasst ihr das fallen oder versteckt es, lasst den Hund suchen. Ist eine ganz schöne Sache. So, dann gibt es natürlich noch so Kleinzeug hier, wie eine Hundebürste. Ne, das ist so ein Ding. Wenn die Welpen sind, braucht ihr noch keine Bürste. Aber was ihr braucht, beziehungsweise braucht, was ihr tun solltet, ihr solltet trotzdem eine Bürste kaufen, um ihn in der Prägephase einfach nur mal daran zu gewöhnen, was das denn hier so macht. Ne? Und dass es nichts Schlimmes ist. Also kostet, weiß nicht, 5 Euro. So, ihr merkt aber, ne? Die kleinen Summen, die können sich zusammenleppern und ich werde euch ja hinterher noch erzählen, was es zusammengekostet hat. Ja, dann halt noch so Kleinzeug, ganz wichtig, eine Zeckenzange. Ne? Also, jetzt, so sieht's aus. Dann auch noch Kleinzeug, ich sag mal für das ganze Kleinzeug wie Zeckenzange, Klicker, weiß ich nicht, nochmal 20 Euro oder 25 Euro. Ne? Klicker ist das, es gibt ja einen Klicker-Unterricht, sag ich mal, wenn ihr Sitzplatz oder wie auch immer beibringen wollt, ihr klickt dann einmal, gebt dann ein Leckerchen, da ist ein Klicker. So, kann man machen, muss man nicht, früher ging es auch ohne, aber. Das ist ein Klicker. So, dann das hier. Ich meine, ich glaube, hier sieht man es besser. Schwarz, das ist eine Hundepfeife. Ne, eine ganz normale Hundepfeife. Das ist jetzt eine. Da wurde uns empfohlen, wir sollen die kaufen, weil die haben eine ganz spezielle Frequenz. Und die Frequenz kann man genauso nachkaufen, weil ich sage mal, wenn ich auf einer Frequenz pfeife, dann muss ich immer auf dieser Frequenz pfeifen. Pfeife ich auf einer anderen, dann hört der Hund da nicht mehr drauf. Ja, und das wird dann hinterher schwierig bei der Abrufbarkeit. So, also wenn die mal kaputt geht, kaufe ich einfach noch eine zweite. So, wie gesagt, der ganze kleine Kladderadatsch, nochmal 25 Euro. Was das Wichtigste ist, was ihr an Kleinzeug kauft und das ihr auch immer wieder kaufen werdet, ist das hier. Wer es nicht kennt, das ist in aufgerollter Form. Die Popotüte. Kotbeutel auch genannt, ne? Gut, die werdet ihr immer kaufen. Das sind Fixkosten, die bleiben. Was sich da nur ändert, ist hinterher die Größe der Popotüte. Dann natürlich der Futterbeutel, ne? Also ein Teil, da tut ihr Essen rein. Zeige ich euch nachher noch. Da muss ich noch was zu sagen in einem anderen Zusammenhang. Dann, was man sich dann noch holen sollte, Leckerchen. Ne? Also, es geht zwar, also wir machen es auch so, wenn wir ihm Sachen beibringen, dass wir ihm das normale Trockenfutter als Leckerchen verfüttern. Aber für manche Sachen braucht er halt so ein richtig leckeres Schmankerl. Zum Beispiel zum Stuben reinkriegen. Wenn er draußen sein Häufchen macht, dann schieben wir ihm so ein leckeres Ding da rein, damit es für ihn was Besonderes ist. Ne? Und das ist in unserem Fall Hundespaghetti. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Darm. Also, es riecht schon sehr streng. Und Lammohren. Normalerweise sagt man ja, ja, Schweineohren für Hunde. Unsere Züchter meinten aber, dass Schweineohren zu viel Fett haben. Wir sollen lieber Lammohren nehmen. Haben wir auch gemacht. Roundabout 20 Euro für Leckerchen. Dann kriegt ihr 3 Tüten Lammohren, 4, 5 Tüten Hundespaghetti. Das sind so kleine Dinger, wirklich. Also. Das reicht erstmal, ne? Und das kostet dann mal 20 Euro oder was. Was auch eine super Erfindung ist, die ihr auch des Öfteren brauchen werdet, Zewa. Die lasse ich einfach mal weg, weil dafür braucht ihr richtig viel in der ersten Zeit, ne? Und was damit einhergeht, wenn ihr Teppich habt oder Fußboden, der doch gereinigt sein sollte, gibt es das hier. Das ist Urinfleckenvernichter. Kostet
Pro Flasche 7 Euro, wir haben zwei gekauft, macht dann nochmal 14 Euro obendrauf. So, dann muss der Hund ja auch noch irgendwo liegen. Wir haben es jetzt so gehandhabt, wir haben zwei Hundekörbe, also Körbe in Anführungsstrichen, weil es nicht aus Holz besteht, sondern, zeige ich euch gleich, wir haben jeweils einen im Schlafzimmer und einen im Wohnzimmer, weil im Schlafzimmer schläft er und weil im Wohnzimmer können wir ihn nicht lassen. Wir haben ja noch unsere Meerschweinchen und da vertrauen wir ihm noch nicht so, als dass er die nicht zum Frühstück vertilgt. Deswegen bleibt er erstmal im Schlafzimmer. Er hat dann Zugang zur Küche und also dass er Wasser bekommt und so, ne, natürlich. Aber ein Hundebett ist da und ein Hundebett ist da und ich habe keinen Bock, immer hin und her zu schleppen, bin ich ganz ehrlich. So, das ist halt so. Und für, wenn er so in der Wohnung liegt, wenn er auf der Couch soll, hat meine Frau extra beim Stoff die näht und hat beim Stoffmarkt dann Stoffe gekauft und hat ihm dann zwei Decken genäht. Ne? Also da ganz normale, wie halt menschliche Decken, nur ein bisschen kleiner und aus einem bisschen strapazierfähigerem Stoff. Ne? So, das ist halt eine Decke. Wir wollen ihm angewöhnen, dass er nur aufs Bett geht und nur auf die Couch geht, wenn seine Decke drauf liegt, ne? Also wenn er gebeten wird. Ob das jetzt so funktioniert, wird die Zukunft zeigen. So, und dann, wie versprochen, das Bett. Das ist jetzt natürlich ein bisschen größer. Das ist das Hundebett, was wir gekauft haben. Ich sag mal, diese selbst gebastelte Decke oder selbst genähte Decke. Ich glaube, pro Decke 10 Euro. Wir haben zwei Stück, also nochmal 20 Euro rein. Oder ihr kauft halt welche. Ich weiß es nicht, was wollt denn kosten? So ein Bett, das weiß ich, weil wir da waren. Wir haben es gekauft bei der Hund- und Pferdmesse in Dortmund. Die ist jedes Jahr ein- oder zweimal. Und da kostet jetzt so ein Bett. Lass mich nicht lügen, wir haben einen Messepreis bekommen, also ein bisschen preiswerter pro Bett 115 Euro. Ist aber, hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber sehr strapazierfähig und wir haben ihn schon in der Größe gekauft, dass der ausgewachsene Hund drin Platz hat. Weil was bringt mir das, einmal die kleine Nummer zu kaufen für 80 Euro und dann ein Jahr später nochmal für 115 die große Größe. Ne? Macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, also direkt die große Größe gekauft, in dem großen Ding kann er auch liegen. Ne? Gut, also 115 Euro, wir haben zwei Stück, 230 Euro. Dann solltet ihr noch Umbaukosten in Erwägung ziehen, weil ihr braucht, ich zeige es euch, ihr werdet es im nächsten Video sehen, ich muss da auch ein bisschen umbauen. Ihr müsst eventuell Kabelkanäle legen oder Steckdosen zumachen, wie auch immer. Ich zeige es im nächsten Video. Aber ich sage mit Kabelkanälen, Steckern und so, da sollte da so bei 20 Euro auch liegen, ne? Mehr nicht. Gut. Und denkt dran, der Hund findet wirklich alles. Wir mussten Ecken zumachen mit Holz und hast nicht gesehen. Also es ist schon echt ein wahres Wunder. Gut. Ja, da also da auch nochmal 20 Euro. Bei uns war es jetzt so, das lasse ich jetzt mal in dieser Aufzählung weg. Bei uns kämen jetzt nochmal 300 Euro oben drauf, weil wir brauchten noch einen Schuhschrank, um unsere ganzen Schuhe in Sicherheit zu bringen. Und wir mussten einen Meerschweinchenkäfig erweitern, weil unser war auf dem Boden. Ich habe den selbst gebaut damals und der ist komplett offen. Fand der Hund schön, weil er direkt am zweiten Tag drin stand. Ja, ist halt blöd für die Viecher, ist das nur Stress, ne? Für die Meerschweinchen. Also habe ich die auf Stelzen gesetzt. Dann war das für ihn wie eine Höhle. Was macht er in seiner Höhle? Pipi. Dann habe ich noch drumherum gebaut. Also haben wir jetzt ein Meerschweinchenkäfig in riesengroß mit Türen, also wie ein Schrank unten. Ne? Also passt. Kommt dann insgesamt bei uns, kam jetzt nochmal 300 Euro oben drauf. Ich lasse das aus der kompletten Rechnung jetzt erstmal weg. So. Was viele Leute jetzt nicht bedenken, wenn sie sich einen Hund kaufen. Wir haben Jackson jetzt bekommen, jetzt ist es November gewesen. Also jetzt haben wir mittlerweile Dezember, aber wir haben ihn im November bekommen. Das heißt, es ist kalt. Es kann auch schon mal regnen und es kann auch schon mal matschig draußen sein. Was viele vergessen, dass sie auch mal bei Regen mit dem Hündchen raus müssen. Ja, ich finde es cool, also ich mag gerne im Regen draußen laufen, fragt mich nicht warum, ich fahre auch gerne im Regen Fahrrad. Keine Ahnung, ist halt einfach so. So, es wird sehr schlammig draußen und ja, bei uns ist es halt so, wir
Wir haben keine alten Sachen, sag ich mal. Also wenn wir wirklich was haben, was wir nicht mehr anziehen, dann kommt das direkt in die Kleiderspende und dann ist gut. So, ergo, man braucht Outdoor-Sachen. Also wirklich Anziehsachen, die auch was aushalten sollten. Ne? Also ihr braucht was mit vielen Taschen. Also ihr müsst Futterbeutel verstauen für die Leckerchen. Vielleicht die Dummy-Spielzeug, die Leine hinterher mal irgendwo unterbringen können. Pupubeutel, Pfeife, ihr braucht so viele Taschen. Deswegen also braucht ihr Outdoor-Kleidung, ne? Oder auf den Hund abgestimmte Kleidung, ne? Zeige ich euch gleich noch was zu. Und was ihr natürlich noch bedenken müsst, dass so ein Welpe auch nachts raus will. Im Dezember jetzt zum Beispiel ist es übelst kalt. Also wir haben so nachts 0 Grad, minus 2 Grad, heute 8 Grad, aber ihr wisst, was ich meine. So. Da sollte man dann doch schon was Ordentliches nehmen, was einem auch warm hält. Ne? Und vor allem, was halt auch dreckig werden darf. Also ihr müsst jetzt gucken, kann sein, dass ihr eine Jacke habt, die für draußen auch für den Winter geeignet ist. Meine Frau hat auch eine in Beige. Ist für den Hund super, weil die ist dann hinterher nicht mehr beige. Also sollte man gucken, dass man sich dann auch wirklich noch Sachen für, ich sag mal, Hundesachen kauft. Ne? Hosenmäßig würde ich gucken, dass ich ein, zwei Hosen nehme, die schmutzig werden können und ein bisschen strapazierfähig sind, also sowas wie Jeans oder dunklere Jeans. Also ich habe mir zwei braune Hosen gekauft. Quatsch, ich habe mir eine braune Hose gekauft und so eine wasserdichte. Das ist relativ teuer. Ich sag mal, die kosten so 100 Euro. Ne? Dann, also wir sagen mal Outdoor-Hose. Das Problem ist nämlich, wir brauchen alles zu zweit. Ne? Also, wenn ihr jetzt eine Familie seid mit zwei Leuten, so wie wir jetzt, und ihr geht beide mit dem Hund, ihr habt beide Bock, was mit dem Hund zu machen, ja, dann braucht ihr alles zweimal. Das heißt, Outdoor-Schuhe, wasserdicht, also relativ wasserdicht, ne? Kostet 100 Euro, wenn ihr vernünftige haben wollt, relativ vernünftige. Wanderer werden jetzt über euch lachen, aber relativ vernünftige Outdoor-Schuhe, so um die 100 Euro, seid ihr dabei. Ihr werdet es mir danken, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgebt, weil sonst werden hinter die Füße nass. Gut, also so um die 100 Euro haben wir jetzt ausgegeben. Ne? Also sagen wir 200 Euro für uns beide. Dann braucht ihr eine dicke, wasserdichte Jacke, die halt auch dreckig werden darf. Wir haben jetzt von Jack Wolfskin welche genommen. Es geht sicherlich auch preiswerter, bestimmt, aber wir fanden sie schön, deswegen haben wir sie gekauft. Da ist eine Fleecejacke drin, die kann man auch noch rausnehmen. Ne? Ist relativ praktisch, weil es ist nicht immer kalt draußen. Also man kann die Fleecejacke dann rausnehmen oder man kann nur die Fleecejacke anziehen. Und die haben wir dann genommen. Nehmt eine Farbe, wo man das mal eben abwaschen kann, wenn da Hundetatzer dran sind oder so. Kostenpunkt 360 Euro für beide. Ne? Meine war bei 200, ihre war bei 160. Okay. Also 360 Euro in Topf. So. Dann, ich sag mal, draußen Hose. Also die wirklich auch mal so dreckig werden darf, wenn es nicht regnet oder schneit oder stürmt, sei da auch zu zweit immer, ne? 80 Euro los. Dann eine Outdoor-Hose, also wirklich wasserabweisend, wo es wirklich regnen kann. Ihr müsst wirklich bei Wind und Wetter raus. Ein Labrador ist ein Wasserhund. Dem macht das nichts. Wenn er klein ist, als Welpe, macht ihm schon was aus, wenn er nass wird. Da hat er auch keinen Bock drauf, weil er keinen Unterwolle hat. Hinterher ist ihm das egal. Wenn es regnet, regnet es. Dann müsst ihr auch raus. Ne? Und so eine Outdoor-Hose ist nicht ganz billig. Zwei Stück, 200 Euro seid ihr los. Gut, dann haben wir uns noch zwei Softshell-Jacken gekauft. Die zeige ich euch am Ende des Videos. Die sind nämlich ziemlich cool, aber warum, zeige ich euch dann gleich. Die haben uns gekostet zusammen 140 Euro. Warum das eine gute Investition war, zeige ich euch dann gleich. Und eine Softshell-Jacke kennt jeder, also die Vorzüge muss ich jetzt nicht erklären. Ne? Dann macht es noch Sinn, wenn es Sommertags ist oder es nicht kalt ist, habe ich mir eine Weste gekauft oder wir haben uns Westen gekauft. Ganz halt einfach, weil Westen haben viel Stauraum. Ne? Ganz dünne Weste. Die haben viele Taschen, viel Stauraum und das macht halt einfach Sinn, wenn man mit dem Hund spazieren geht. So, und dann nochmal 100 Euro weg. So, wenn ich jetzt auf meinem schlauen Zettel da alles richtig zusammengerechnet habe, sind wir für unseren Welpenkauf
die 300 € für die Umbauten vom Käfig und den Schuhschrank mal abgezogen, sind wir bei ungefähr 3.550 €, die wir bezahlt haben für den Hund. Also mit den Umbauarbeiten und so sind wir schon knapp bei 4.000. Ja, das ist jetzt erstmal eine krasse Summe. Aber ich sag mal so, es sind 1.000 € nur Anziehsachen. Ne, das muss man sich mal auf Zunge zergehen lassen. 1.000 € für Anziehsachen. Ja? Aber wir haben was Vernünftiges jetzt, relativ vernünftig. Und wir machen auch gerne in Bayern unten Urlaub. Und wenn es da kalt ist, dann richtig. Also sowas macht schon Sinn. Ne? Also wenn man einmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und das auch kann, dann sollte man das auch tun. So. Weil wenn man sich, gut, man kann sich jetzt anstatt für 200 € eine Jacke kaufen für 80 und stellt dann hinterher fest im Winter, nee. Gut, dann kaufe ich mir vielleicht eine, jetzt habe ich 120 €, kaufe ich mir eine für 120, weil die ist ja 40 € teurer, die ist 40 € besser. Ja, hätte ich mir auch direkt eine für 200 kaufen können und wäre vielleicht glücklicher gewesen, ne, als mit zwei. Aber gut, das ist eine Grundsatzdiskussion, die will ich jetzt gar nicht anstellen. Wir haben das ausgegeben, Punkt aus Ende. So, der Hundekauf an sich hat sich belaufen auf 1.500 € Hund, 180 € Steuern, 65 € oder 60 € Versicherung, Futter. Also da seid ihr locker 2.000 € los. Da gibt es nichts schön zu rechnen, da könnt ihr nicht sparen. Es sei denn, ihr geht zu irgendwelchen osteuropäischen Vermehrerfamilien, dann könnt ihr das mit dem Hundekauf wahrscheinlich auch billiger haben. Aber dann werden die Arztkosten teurer. Also Arztkosten habe ich immer nicht mit eingerechnet, weil das haben wir noch nicht gehabt bis jetzt. Was da jetzt noch kommt, werden wir dann sehen. Ihr solltet euch vielleicht auch, also das machen wir auch, ein Konto machen, wo ihr jeden Monat, weiß nicht, 50 oder 100 € für den Hund spart. Nicht damit der Hund, wenn er volljährig ist, sich mal ein Auto kaufen kann, sondern damit ihr eventuelle Operationskosten leichter stemmen könnt. Weil so eine Operation kann auch schon mal ziemlich teuer werden. Ne? Gerade wenn es ein Hüftschaden, Gelenkschäden, Brüche, das wird teuer. Und deswegen ist das schon ganz praktisch, wenn man dann ein separates Konto hat. Ne? Also wie gesagt, lasst euch von den 3.500 € jetzt nicht abschrecken. Ihr könnt halt an den Anziehsachen sparen. Wenn ihr euren Hund jetzt im Frühjahr oder Sommer bekommt, dann braucht ihr nicht die super Outdoor-Sachen. Ihr solltet Trekkingschuhe holen. Die sind erstens gemütlich fürs Laufen und zweitens für Matsch sind die halt nicht so anfällig. Ne? Jetzt gehe ich noch mal kurz darauf ein, wo ich das ganze Zeug oder beziehungsweise wo wir das ganze Zeug gekauft haben. Ich bin zwar bei meinen Gitarrenvideos nicht so darauf versessen, Werbung für irgendwelche anderen Leute zu machen. Das mache ich nämlich eigentlich nur, wenn es wirklich coole Leute sind und wirklich Sachen, wo ich denke, ja, okay, das ist geil. Und deswegen mache ich das auch hier. Also nebenbei, wer Gitarre lernen möchte, abonniert meinen Kanal und so weiter. Ne? Gut, Outdoor-Bekleidung bekommt man sehr gut, also haben wir zumindest sehr gut gekauft bei MacTrek. Gibt es auch als Online-Shop, das ist so ein, ja, ich sag mal, Outdoor-Discounter, ne? Ist ein bisschen preiswerter, als wenn ihr direkt zu Jack Wolfskin oder Mammut oder wo auch immer hingeht. Ne? Ja, also wir haben da ganz gute Sachen gefunden. Hat auch alles super funktioniert dort in dem Laden, man wurde beraten. Die Beratung war jetzt nicht so gut, wie wenn man in so einen Mammut-Store geht, weil Mammut, diese Marke Mammut, die ist schon für Outdoor ziemlich gut, aber es ist auch übertrieben teuer. Ich wollte mir eine Jacke kaufen, ich sehe die Jacke, ich denke, wow, cool, ja, die kostet 500 €. 500 €, ne, ich meine, ihr denkt jetzt vielleicht 200 € für eine Jack Wolfskin-Jacke, bist du überkloppt? Ich bin ein bisschen bekloppt, aber 200 € gehen halt noch im Vergleich zu diesen 500, ne? Das geht mal gar nicht. Wenn man für normale Leute, wer natürlich jetzt auf den Berg klettern will, unbedingt hundertprozentig kauft euch sowas. Aber für Hundespaziergänge, nein. Gut, dann, und das muss ich jetzt, nee, das zeige ich euch gleich. Die Sachen für den Hund, habe ich ja schon erzählt, haben wir teilweise bei der Hund- und Pferdemesse in Dortmund gekauft. Ist sehr gut, man kriegt Messepreise. Ne? Also man geht dahin, aber da kostet was ein Zehner und sagt, kann ich nicht für 8 haben. Also das geht, ne? Gut, dann haben wir noch vieles für den Hund gekauft bei Zoo Plus. Ich mache die ganzen, wenn die Internetseiten haben, einfach mal unten in die Beschreibung rein, weil die haben es einfach verdient. Zoo Plus hat den Vorteil oder hatte den Vorteil für uns. Wir haben 2 12-Kilo-Säcke Essen gekauft. Die waren dementsprechend preiswerter als zwei einzelne.
Und haben den Vorteil, wenn man einmal irgendwie 2, 3 € mehr bezahlt, hat man ein Jahr lang 7% auf jeden Einkauf. So, also macht das schon Sinn. Und ja, da haben wir dann relativ viel gekauft. Man kriegt immer 7%, das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und bei Futter, was man ja immer braucht, lohnt sich das natürlich, wenn man sich die Preise anschaut, von 45 € pro Sack, ne? Gut, manchmal haben sie dann auch irgendwelche Special Deals, da kosten dann irgendwie 2 Säcke anstatt 88 € oder 87 € kosten sie dann nur 82. Dann bekommt ihr noch 7%, also schon ziemlich cool, ne? Gut, das wäre Zoo Plus. Es gibt natürlich auch noch Fressnapf oder Zoo und Co. oder so Sachen, wo man mal eben hinfahren kann, die man in seiner Stadt in der Nähe hat. Natürlich, Einzelhändler wollen auch Geld verdienen, sollen sie, alles gut. Nur es ist halt bequemer, Sachen, die man nicht direkt braucht, online zu kaufen. Ist halt einfach so. Ja. Gut, dann gibt es Online-Shop für Hundebedarf, Romneys. Packe ich auch unten in die Description-Box. Die waren auf der Messe zugegen. Von der haben wir diese grüne Moxonleine. Es gibt einmal diese Moxonleinen von Hunter, also die sich um den Hals zuziehen, wenn der Hund zieht oder man den Hund ziehen muss. Und es gibt die von Romneys, ich sag mal, Eigenmarke, ne? Und wir haben uns für die Eigenmarke entschieden, weil das, was er uns dazu erklärt hat, einfach schlüssiger war. Ne? Also da könnt ihr doch, also wir haben es so gemacht, wir haben die auf der Messe getroffen, die Züchter haben uns die empfohlen. Auf der Messe war dann halt Zufall, dass halt gerade in den 8 Wochen, wo wir auf den Hund gewartet haben, diese Messe war. Und da haben wir dann diese Romneys-Leute getroffen. Oder also die anderen Stand und da haben wir ein bisschen gefragt und was brauchen wir und hier und da und da. Und dann haben sie uns ganz viel erklärt, auch welche Größe für das Geschirr wir brauchen, bis zu welcher Größe der hinten fahren sollte und sowas alles. Ne? Haben uns alles erklärt. Und weil er sich bei der Größe mit dem Geschirr nicht ganz sicher war, also ja, ruft unseren Online-Shop, also diesen Kundenservice einfach mal an, die helfen euch auch weiter. Okay, haben wir da die Leine gekauft auf der Messe, haben natürlich auch das noch ein bisschen preiswerter bekommen, sehr nette Leute, sehr kompetente Leute. Wirklich super, also top. Wo wir dann zu Hause waren, haben wir da angerufen, gefragt wegen dem Geschirr, passt da alles super, tipptopp, super Leute. Ne? Darf man dann ruhig mal sagen. So, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist Good Boy. Good Boy ist eine Marke, die macht Outdoor-Bekleidung speziell für Hundehalter. Ne? Also alles, was man so am Hund braucht. Und das zeige ich euch dann jetzt mal eben. So, die Softshell-Jacke von Good Boy. Good Boy ist, wie gesagt, dieser Handel, der Outdoor-Sachen für Hundehalter herstellt, ne? Oder beziehungsweise vertreibt. So, das ist jetzt eine Softshell-Jacke. Und die hat ein paar Vorteile, die ich jetzt mal kurz gerne zeigen möchte. Ihr habt bei jedem Good Boy, ich höre mich an wie Verkäufer, ne? Aber ich bin halt nur sehr überzeugt davon. Ihr habt bei jedem. Bei jeder Jacke, die ihr kauft, direkt ein Snackbeutel dran. Der kann auch, ihr seht es glaube ich gerade hier, der baumelt dann hier so runter. Hier ist extra so eine Öse dafür zum Anschnallen. Also ihr braucht nicht extra einen Futterbeutel zu kaufen. Hier sind dann Leckerchen und so drinnen, ne? So, und den könnt ihr natürlich dann auch in der Tasche verstauen, damit eure Tasche auch nicht dreckig wird vom Futter, ne? Okay, ihr seht, ihr habt hier jede Menge Sachen rumhängen, da könnt ihr Pfeifen dran machen. Hier zum Beispiel habe ich meine Pupu-Beutel drin, die ich mitnehme. Ihr habt jede Menge Stauraum. Und hier oben die Dinger machen auch Sinn. Das ist so ein Ding, das kann man aufmachen. Da kann man zur Not die Leine drunter klemmen. Ne? Ihr kennt das vielleicht von der Bundeswehr, die ihre Baretts da so drin haben. Dann gibt es noch den Vorteil dieser Dinger hier. Die sind nämlich ein wenig durchdacht, die Sachen. Hier, das ist so ein Apportierbeutel. Und hier hinten, ihr kennt das vielleicht vom Fahrradfahren, ist noch eine Tasche. Da kann man Sachen verstauen. Ne? Also hier hinten drinne noch eine Tasche. Eigentlich ziemlich cool. Mit Reißverschluss, eine super Softshelljacke. Also ich bin mehr als begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wie gesagt, das muss mal erwähnt werden. Das ist eine wirklich gute Sache. Und wie gesagt, auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die hat jetzt hier 50, 60 € gekostet oder 70. Lass es sich vielleicht 70 gekostet haben, ne? Aber so als Softshelljacke eigentlich eine ziemlich coole Sache.
mit Kapuze und allem drum und dran. Gut. In den Taschen auf beiden Seiten hier was zum Anhängen von irgendwelchen, von mir aus auch Lichtern oder wie gehabt diesen Leckerli-Spendebeuteln. Wirklich coole Sache. Und ja, guckt einfach mal rein. Das ist ein wirklich toller Store. Die haben auch Hosen, die haben Jacken, die haben Westen, die haben fast alles. Meine Frau und ich haben direkt dann zugeschlagen und zwei Softshell-Jacken gekauft. So, wir sind jetzt am Ende von dem Video, wo es um die Kosten von dem Hund geht. Im nächsten Teil, also in dem letzten Teil, geht es dann um den Züchter, wie der Hund zu uns gekommen ist. Da lernt er den Jackson erstmal kennen. Und es geht halt um die komplette Range. Ne? Also wir fahren zum Züchter hin, lernen ihn kennen, gucken uns die kleinen Welpen an und ganz viele Fotos und Videos und was auch immer, packe ich alles da rein. Ich bin der Patty und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage tschüss.